Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zur Okami HD, der Steam-Version. Ja, wir sind immer noch an der örtlichen Ryoshima-Küste. Mit dem Wal-Express unterwegs. Wir haben ja bis jetzt nur die Hälfte der Insel abgeklappert. Ja, die Hunde da haben wir gefüttert. Deswegen gehen wir jetzt den Rest der Inseln abklappern, in der Hoffnung, dass wir einen Strudel finden. Und eigentlich müsste ich ja nochmal zurück auf die Katzeninsel da drüben. Um die restlichen Katzen zu füttern. Ja, auf Orca reiten. Gut. Wir sind wieder auf der großen Map, hoffe ich mal. Ja, jetzt sind wir's. So, die Insel da drüben haben wir abgeklappert. Jetzt fehlen noch die drei da hinten. Gehen wir mal einfach Speed. Ich habe das Gefühl, der Dicke ist hinter uns her. So. Von Orca runter. Ah. Wow. Klappt einigermaßen. Können wir den Baum wieder zum Grünen bringen? Nö. Wir können ihn aber abhacken. So. Kein Baum mehr, keine Probleme mehr. Ja. So, als nächstes die Insel da. Da haben wir wieder ein Loch zum Buddeln. So. Oh, wie nett. Mir werden die Tatzen sogar angezeigt. Also, wo ich die Katzen... Kraft anwenden kann. Wie nett. Jetzt werden mir sogar zwei Spiegel angezeigt. Hä? Okay. Also ja, gucken wir uns das mal kurz genauer an. Ja, zwei Ursprungsspiegel, also zwei Ultima-Spiegel werden mir hier angezeigt, warum auch immer das. Und zweimal die Katze halt. So. Da unten raucht's übel. Wer hat die Spinnenkönigin eingeladen? Vor allem, die sollte eigentlich tot sein. Danke, du Nervensäge. Oh, ich werde ausgespuckt. Au. Ja.
Ey, ich bin rausgesprungen. Cheater. Aua. So, machen wir es lieber so und verschwenden dafür genug Tinte. Ja, Zeit und vor allen Dingen Schaden war schlecht, weil ich zu oft getroffen wurde. Beziehungsweise zu oft gefressen wurde. Jo, wie viele habe ich mittlerweile wieder? 2, okay. Ah ja, nett. Garantiert, entweder kriegt man bei den beiden Wunschspuren auch Sonnenfragmente oder verstreute Perlen. Ja, ja, Orca reiten, das sagt er immer wieder. Das hier müsste dann die letzte Insel sein, sogar mit Samtangler. Hallo Hündlein. Einige Leute machen sich Sorgen wegen dem Wasserdrachen und so, aber wenn du fischen willst, dann musst du das im Meer machen. Alles, was du brauchst, ist Belastbarkeit gegen die raue See. Wenn du das hast, dann brauchst du kaum noch eine Schnur. Ist ja sehr toll. Ja, genau. Dieser Koch Miniko möchte, dass ich ihm etwas Besonderes fange. Da gibt es nur einen geeigneten Fisch, der König der See, der Schwerfisch. Ich werde einen großen fangen und werde dann diesen Typen damit zu Tode erschrecken. Hey Hündlein, weißt du was? Weißt du, was du da hast? Jeder Fischer würde für seine Angelrute töten. Das ist die Thunfischangel, die stärkste Angelrute der Welt. Mit einer Angel, die so stark ist, gibt es keinen Fisch, den man nicht einholen könnte. Sogar den großen König der See, den Speerfisch. Sei nett, Hündlein, du weißt, dass die Angel zu mir gehört. Hier wird geklaut, Thunfischangel. Na, lass mal sehen, was diese Thunfischangel so drauf hat. Ich vermute mal, du willst dir das ansehen. Stimmt's, Hündlein? Klar, schauen wir ihm beim Fischen zu. Das heißt, wir helfen ihm wieder beim Fischen. Ja. Hey, da hat einer angebissen. Okay, erster Fisch. Flunder. Streifenschnapper. Hey, da hat einer angebissen. Noch ein Streifenschnapper. Jo. Ja, war ja klar, dass jetzt da der Augenkauf. Wow, sieht so aus, als wäre das ein großer. Das muss ein alter und großer Speerfisch sein. Vor allem ein hartnäckiger Zeitgenosse.
Da breche ich mir gleich schon wieder die Finger ab, bis ich den draußen habe. Weil immer wem danach ist, wechselt er die Richtung. Teilweise sogar zweimal hintereinander. So wie jetzt gerade. Ich kriege ihn nicht mal aus dem blauen Bereich raus. So. Okay, Alter, guten Dinge sind hier wohl drei. Okay, komm schon. Vor allem, warum müssen wir die Arbeit des Fischers mitmachen? Na komm, den krieg ich raus. So, und jetzt bitte. Komm raus. Ah, Gott sei Dank. Speerfisch gefangen. Yay. Oh, der ist wirklich groß. Guck dir das an, der mächtige König der See, der Speerfisch. Endlich habe ich ihn. Ich fische hier in Ryoshima jetzt schon seit ein paar Jahren, aber ich habe noch nie einen so großen erwischt. Keine Zeit zu verlieren, dieser Primadonnenkoch will nur den frischesten Fisch. Ich bringe das schnell zu ihm. Ciao. Wie kommt der Junge aufs Festland? Was haben wir hier für Gegner? Ach, solche. Au. So, kommt du mal runter. Ich pinkel dich auch an. Komm her. So, jetzt willst du doch tun. Was kann ich mit dir machen? Ich kann mal versuchen, dich zu verbrennen. Nö, das bringt keinen Horn, leider. Aber Geld. Ja, jetzt, wo ich es nicht mehr brauche, so unbedingt brauche, kriege ich Fische als Futter. Sehr schön. Okay, Kleeblatt. M-Knochen. Yay. Was haben wir hier?
Achso, ja, das waren die beiden Nervensägen. Die man am besten über den Jordan bombt. Nein, man muss einfach ihre Panzerung zerstören, das war's. Okay. So, gut, das hätten wir auch geschafft hier oben. Damit hätten wir hier oben alles geschafft, was schaffbar ist. Können an die Küste zurück. Dum, dum, dum. Ja, ja. Können wir uns nämlich erstmal anhören, was der Koch zu sagen hat. Ja, hier oben waren wir ja auch noch nicht. Stimmt. Und ja, ich habe echt keine Ahnung. Das sieht irgendwie aus wie Erz, das ich schmelzen könnte. Aber ich kann es nicht schmelzen. Und ich kann es nicht schneiden. Und es verlangsamen bringt mir auch nichts. Katzen! Oh, die mögen mich alle. Sehr gut. Darf ich durch? Danke. Hallo Hündchen, da gibt es dein Auge an diesem lebhaften Zappler. Dieser schreckliche Wasserdrache hat alle Fische verscheucht, aber guck dir die Größe von diesem Speerfisch an. Ich brauche ein paar Früchte des Meeres, um zu zeigen, was ich drauf habe. Nur die Frischesten sind gerade gut genug. Jetzt, da ich einige Zusagen in die Finger bekommen habe, ist es an der Zeit, meine Fähigkeit wieder aufzupolieren. Wenn du schon mal hier bist, warum bleibst du nicht und guckst zu? Es passiert nicht oft, dass ich guten Fisch bekomme. Und du wirst denn jemanden sehen, der mit dem Messer so gut umgehen kann wie ich. Genug getratscht, wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Frische darf nicht verschwendet werden. Das wäre eine Beleidigung für den Fisch. Tritt zurück, Hündchen. Der große Meister Kochomiko wird seinen Zyklonschnitt entfesseln. Lass mich raten, wir müssen... die drei Striche malen, die da hinten abgebildet sind, und dadurch lösen wir das Rätsel sofort. War. Juhu! Meine beste Handarbeit bis jetzt. Meine Fähigkeiten sind zwar ein wenig eingerostet, aber jetzt haben sie neue Höhen erreicht. Ich bin... Der Fisch muss frisch sein. Das Gericht muss schnell gemacht werden. Wenn ich diese Klinge schärfe, dann werde ich das nächste Mal einen Wal zubereiten. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unserer aller Mutter. Ja, ich habe Kasegami gefunden. Meine Macht ist geschwunden, als du nicht da warst. Aber der Eifer dieses Mannes und dein eigenes reines Herz haben meine Macht wiederhergestellt. Ich verleihe dir die Macht über diese feurige Energie. Tanze wie ein wilder Wirbelwind.